Haben wir nochmal einen Gast aus Leipzig, der Patrick Schleitzer, der stellt sich selber vor. Viel Spaß. Hallo, ich bin Patrick Schleitzer und mein heutiges Thema ist Demokratie 2.0. Ich bin für mehr Demokratie, das bitte für die folgende Rede im Hinterkopf behalten. Ich bin dafür, dass mehr Menschen beteiligt werden. Also wenn ich gleich von den Problemen der Demokratie erzähle, dann möchte ich die Demokratie selbstverständlich nicht durch eine Diktatur ersetzen, sondern durch mehr Demokratie. Ich denke mir immer so, was nutzen uns 10 Millionen Menschen auf der Straße, wenn wir dann merken, dass wir völlig unterschiedliche Ziele haben, wenn wir nicht wissen, wie Basisdemokratie funktioniert. Wir müssen Basisdemokratie mal praktizieren, um sie zu üben. Und um dieses Thema voranzubringen, getreu nach dem Motto, be the change you want to see in the world, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Diese Rede hatte ich schon mal in Leipzig gehalten und da sehr viel positives Feedback erhalten. Ich habe auch die YouTube-Kommentare mir alle dazu durchgelesen. Vielen Dank nochmal für eure Meinungen. Die sind hier mit eingeflossen. Und da das so gut angekommen ist, habe ich die Rede nochmal ein bisschen verbessert. Ich fange an mit der Problemanalyse und bringe dann zwei Vorschläge, was ihr da machen könnt. Einmal die Assemblea und zum anderen das systemische Konsensieren. Yeah. Ich komme zur Problemanalyse. Ja, die Demokratie, die steckt zurzeit in einem Schlamassel. Wir sehen die Auswirkungen. Wir haben Kriegstreiberei und Ausbeutung, Kriege, Hartz IV, Niedriglöhne, Zeitarbeit und so weiter. Die repräsentative Demokratie würde ich gern überwinden, wenn sich dafür eine Mehrheit findet und sie durch mehr direkte Demokratie ersetzen. Das ist noch ein weiter Weg. Das Problem ist, die Parteien vertreten die Meinung der Mehrheit nicht. Fast niemand will die Auslandseinsätze oder Waffenexporte und trotzdem haben wir sie. Deshalb bin ich für die direkte Demokratie, da wir die volle eigene Verantwortung brauchen. Wir sollten uns nicht mehr dahinter verstecken, Partei XYZ hat Schuld. Ich war von der Zeit mal zu einer Parteibürgerversammlung, wo Bürger hinkommen können, um sich mit den Parteien zu unterhalten. Und da habe ich gemerkt, dass die Parteien dem politischen Realismus verfallen. Dort konnten Bürger ihre Frage stellen und dort war ich der Ketzer. Ja, da heißt dann, es ist kein Geld da für dies und für das. Und habe ich gesagt, ja, aber die Geldmenge, die steigt doch immer exponentiell an. Wo ist denn das Geld? Ja, und da bin ich der Ketzer, das kommt nicht gut an. Ja, dann heißt es, das macht der Bund, da können wir nicht machen, da können wir nichts machen. Oder das bezahlt doch das Land, das ist doch egal. Ja, aber da habe ich gesagt, ja, aber Leipzig ist ja auch ein Teil von diesem Land, also bezahlen wir das doch letztendlich doch, das ist doch ein Kutschenspiel. Da hat man also von Pontius zu Pilatius geschickt und dann über Zuständigkeiten an der Nase herumgeführt. Jetzt mal angenommen, wir würden eine neue Partei gründen. Das will ich natürlich nicht, weil ich denke, dass die Parteien in Irrweg sind. Wo ist jetzt das Problem mit Mehrheitsentscheiden? Das Problem bei Mehrheitsentscheiden ist, dass dann 51 Wölfe über 49 Schafe entscheiden. Mal angenommen, die Partei hat anfangs 100 Leute. Und jetzt kommen die auf die dumme Idee, die Todesstrafe wieder einführen zu wollen. Sagen wir mal, 51 wollen die Todesstrafe einführen. Dann treten unter Garantie schon mal 10 Leute, hoffentlich noch mehr, aus der Partei aus. Das nächste, die kommen auf die wahnwitzige Idee, wir brauchen eine Steuererhöhung für die unteren Lohngruppen. Ja, 51 stimmen wieder dafür und 10 treten nochmal aus. Und so weiter und so fort. Und wenn wir 10-mal eine Mehrheitsentscheidung machen, haben wir dann so ungefähr 0 Teilnehmer. Ja, Parteien sind Teil des Teile- und Herrschespiels und deshalb ist das ein Irrweg. Gegen Demokratie kommt immer das Argument, viele Köche verderben den Brei. Das sehe ich jedoch nicht so, weil die Küche und der Koch lässt sich nicht mit Politik vergleichen. Einen versalzenen Brei ziehe ich einem Auslandseinsatz vor. Es kommt auf die richtige Struktur an. Wenn klar ist, heute salze ich und du kontrollierst und wir, dann klappt das besser.
Ja, wird interessanter. Das Gericht schmeckt besser mit vielen gut abgeschmeckten Gewürzen. Ja, unsere Demokratie, also Demokratie ist gut allgemein, aber wir müssen mal eine richtige draus machen. Wir müssen die weiterentwickeln. Ja, ich komme mal dazu, wieso Personenkult und Diktatur schlecht ist. Also sogar wenn es geschafft werden würde, aufrichtige Menschen an die Macht zu putschen, bringt uns das überhaupt nichts. Und warum? Wegen Bestechung, wegen Bedrohung oder weil man von den Medien diffamiert wird. Als Beispiel sage ich mal unseren Ex-Bundespräsidenten Christian Wolff, von dem ich kein Fan bin. Und der wurde wegen irgendwas 700 Euro ist noch übrig geblieben und deshalb musste er zurückbringen, weil er die ganze Zeit durch die Medien gezogen wurde. Ja, man muss mal überlegen, mit wie vielen Menschen man sich da anlegt und wie viel Kapital die zur Verfügung haben. Ja, JFK hat das Geldsystem zum Beispiel reformiert, nachzulesen im Wikipedia-Artikel zum US-Dollar. Ja, was ist mit JFK passiert? Also Personenkult bringt uns nicht weiter. Ich mache weiter mit einer wertungsfreien Feststellung. Mehrheitsentscheidung mit 50%, mit 50% Mehrheiten sind die Fortsetzung des Rechts des Stärkeren. Minderheitenrechte, wie zum Beispiel das Grundgesetz, ist das Recht des Schwächeren. Und jetzt mit persönlicher Wertung, beides hat seine Existenzberechtigung. Minderheitenrechte sind dabei noch wichtiger als Mehrheitsrechte. Und die Demokratie müssen wir noch weiter verbessern. Volksentscheide brauchen wir sowieso. Aber Volksentscheide sind natürlich auch wieder nur Mehrheitsentscheidungen. Aber wir müssen viel mehr Menschen mitnehmen. Wir müssen Entscheidungen finden, die weniger Opposition auslösen. Und da komme ich jetzt zu den Vorschlägen. Einmal komme ich zum Thema Assemblea. Und da kann ich nur euer Interesse wecken, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Um es ganz kurz zu kriegen, es haben geschafft, mehrere tausend Menschen unter freiem Himmel und ohne Strom es zu schaffen, zu Konsensentscheidungen zu kommen. Wie gesagt, das Stichwort bei Assemblea ist Konsens. Also keine Mehrheitsentscheidung, wo 51 Wölfe über 49 Schafe entscheiden. Das sind Entscheidungen, mit denen so viele Menschen wie möglich leben können. Jetzt mal übertrieben gesagt, kann man damit über 100, fast 100% Mehrheiten erreichen. Und Minderheitenrechte werden natürlich auch gewährt. Ja, wo kann man das einsetzen? In kleineren Gruppen, privat, im Verein und so weiter, in größeren Gruppen und zukünftig hoffentlich auch in der Politik. Das Konzept ist recht umfangreich. Zum Beispiel gibt es drei Moderatoren. Einer macht eine Rednerliste, einer ist der Protokollführer und einer ist der Moderator. Es gibt wechselnde Hierarchien, also es ist nicht immer der gleiche Moderator, um auch da Personenkult zu vermeiden. Es gibt Handzeichen, um die Kommunikation zu verbessern. Ich zeige euch mal ein paar Handzeichen und ich würde euch bitten, mich da nicht gleich zu verurteilen oder mich auszulachen und hoffe, dass ihr dafür auch was Neues offen seid. Also zum Beispiel während der Reden beitragen gibt es ein Zeichen für kurze Zwischenfrage. Das zeige ich euch mal. Das Zeichen für eine kurze Zwischenfrage, das darf keine Meinung sein. Zum Beispiel, was ist XYZ? Wann war das? Damit man sich nicht die ganze Zeit fragt. Und wenn man das Zeichen macht, wird man bevorzugt vom Moderator ganz kurz drangenommen und darf das loswerden. Dann gibt es ein weiteres Zeichen, das ist die Zustimmung. Klatschen passiert in der Assemblea eher selten. Denn Klatschen unterbricht den Redefluss. Als Redner kann ich auch selbst sagen, sieht man schwer, wer geklatscht hat und wer nicht. Und die Zustimmung ist schön, aber es geht nicht ums Ego. Also ich finde es toll, wenn mir jemand zustimmt, aber darum geht es nicht. Es geht um die Umsetzung. Wir müssen mal weiterkommen. Das sehe ich genauso, ist eine Unterbrechung und deshalb macht man dafür lieber ein nonverbales Zeichen. Danke. Man sieht gleich, dass sich sehr viele einig sind. Ja, dann gibt es noch ein Zeichen für Ablehnung. Das sehe ich anders. Das Zeichen für die Ablehnung ist eine Alternative zum Buhruf, weil der Buhruf ist meiner Meinung nach auch psychische Gewalt. Das macht man eigentlich nur bei sehr großer Ablehnung. Und deshalb ist es halt gut, wenn man ein Zeichen dafür hat, was etwas neutraler ist. Hinterher kann man dann in kleineren Gruppen persönlich reden und oft merkt man dann, dass man sich noch falsch verstanden hat und das recht ähnlich sieht. Dann gibt es noch ein drittes Zeichen, was ich euch zeigen möchte und damit auch das letzte Zeichen, das ist das Veto. Das Veto sollte man am besten nur ein oder zweimal im Leben machen. Das heißt, ich werde dann diese Bewegung, diesen Verein, diese Partei und so weiter verlassen, falls dies beschlossen wird. Das motiviert andere auch einzulenken und eventuell die Vorschläge nochmal besser auszuarbeiten.
Ja, die anderen Zeichen lasse ich weg aufgrund der Zeit. Die Assemblea führt zu einem neuen Selbstverständnis. Es ist nicht gegeneinander, sondern miteinander. Jede Meinung ist wichtig und muss gehört werden. Keine Minderheit wird ignoriert. Aus den verschiedenen Meinungen soll eine Konsensmeinung entstehen. Wenn 100.000 oder 3.000 Leute meinen Betrag wirklich zielführend führen oder nicht, das sollte man sich dann vorher überlegen. Ich möchte eine kleine Analogie mit Neuronen bringen. Also ich habe einen Kopf und hoffentlich ein Gehirn, das aus Neuronen besteht. Und ihr habt auch Gehirne. Und viele Neuronen bilden ein Gehirn. Und ich würde euch auch gerne als Neuron betrachten und dass wir dann gemeinsam ein riesengroßes Gehirn bilden. Und das ist so, wie ich die Assemblea verstehe. Abstimmungen, wenn man dann ablehnen sollte, wird man angehört und kann Änderungs- bzw. Gegenvorschläge machen. Und die Frage ist halt, wie stark ist die Ablehnung? Kann ich damit leben, wenn diese Sache beschlossen wird oder nicht? Und bei zu viel Widerstand geht die Sache zurück in die Arbeitsgruppe und muss besser ausgearbeitet werden oder wird dann verworfen. Wo wurde die Assemblea schon eingesetzt? In Spanien, in USA mit mehreren tausend Teilnehmern. Auch in Deutschland ist es mir schon bekannt, mit weniger Teilnehmern. Und zum Beispiel bei Occupy wurde dies auch benutzt. Häufig kommt das Argument, ja, aber Occupy ist ja fehlgeschlagen. Und ich muss sagen, ich mag dieses Argument überhaupt nicht, weil anderes ist auch schon fehlgeschlagen, wie zum Beispiel die Weimarer Republik ist fehlgeschlagen oder die Bundesrepublik Deutschland ist fehlgeschlagen. Sehe ich so, weil wir haben Kriegstreiberei und Ausbeutung. Kaum jemand fühlt sich mehr von der Politik vertreten. Und deshalb wäre es aber trotzdem Unsinn zu sagen, wir verzichten jetzt komplett auf Mehrheitsentscheide, weil schon mal irgendwas fehlgeschlagen ist. Ja, warum ist Occupy fehlgeschlagen? Ich habe keine Ahnung. Eine Bewegung schlägt fehl aus mehreren Ursachen und einem Anlass und es lag definitiv nicht an den Handzeichen oder der Assemblea. Wie gesagt, die Assemblea ist kein Wundermittel, sondern eine Ergänzung. Und wie gesagt, mehrere tausend Menschen haben es hinbekommen, in einem Riesentreffen zu Konsensentscheidungen zu kommen und das ist schon eine Leistung. Gut, jetzt möchte ich noch kurz das Thema wechseln. Ich komme auch zum Ende. Das ist das systemische Konsensieren. Das ist ein anderes Konzept und das ist eventuell kombinierbar mit der Assemblea. Das ist eine Alternative zum Konsens. Gut, wenn man weniger Zeit hat. Man misst nicht Mehrheiten, sondern Widerstände. Man macht eine Liste mit Vorschlägen und jeder darf Vorschläge machen. Jeder darf Widerstand zu jedem Vorschlag sagen, von 0 bis 10 bewerten. Für den eigenen Vorschlag im besten Fall 0, für keinen Widerstand. Dann wird der Gesamtwiderstand zu jedem Vorschlag summiert, sieht, welcher Vorschlag den wenigsten Widerstand auslöst und die Mehrheit sollte dann für den Vorschlag mit dem geringsten Widerstand stimmen. Minderheitenrechte haben natürlich wie immer Vorrang. Ich bin in einer Minute fertig. Die Schlussfolgerung ist, dass systemische Konsensieren ist dann sinnvoll, wenn es darum geht, schnell Ergebnisse zu produzieren, wenn man nicht viel Zeit hat. Man sieht dann, was den geringsten Widerstand auslöst, macht weniger Probleme und mehr Menschen stehen dahinter. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einige Anregungen geben. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen begeistern, sich mit den Themen zu beschäftigen, mit Assemblea und systemischen Konsensieren. Es ist zurzeit auch ein Dokument dazu in Arbeit. Ja, meine E-Mail-Adresse patrick-schleitzer@web.de kann man vielleicht bei YouTube einblenden und ich bin da jederzeit für Gespräche bereit jetzt hier und das war's. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, fand ich sehr gut, weil man hat da nämlich recht, haben wir damals bei Occupy auch benutzt und hat sich hervorragend etabliert bei den Leuten, die Nerven haben. Genau, kann man auch mal zustimmen und dann ist trotzdem Ruhe. Also sollte man drüber nachdenken, Zeichen sind oft sehr wichtig. So, jetzt würde gerne den... Ich hätte gerne mal das Zeichen für einen Gegenvorschlag. Ja, lasst ihr dir das am Rand geben so lange? Weil ich hier gerade eigentlich geredet hatte. Kann mir bitte jemand helfen? Danke.